Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Oh mein Gott, einfach mal ein wildes Ampharos. What the fuck? Okay, ich klicke das jetzt an. Nein, oh Gott, ich klicke das Hornlio an. No, das darf nicht dies. Nein, was tue ich? Hilfe, ich fange Hornlio, bin ich dumm, Leute? Was ist los? Oh, Digga, Leute, ich muss das Ampharos jetzt bekommen. Ich habe aus Versehen das Hornlio angeklickt und wirf sogar noch einen Ball drauf. What the fuck? Oh, ich hab's noch, Digga. Wer hat das jetzt despawned? Und nein! Es hat 110 WP. Das ist so low, Leute. Das ist so low. Ich hau einfach mal eine Sanane-Bär drauf. Dann bekomme ich nämlich 20 Candies, wenn ich das jetzt fange. Und das lohnt sich schon mal, weil dann mache ich mir irgendwann ein besseres Ampharos. Aber ich hoffe jetzt mal, dass es drin bleibt. Und yes, ich hab's perfekt. Immerhin der Pokédex-Eintrag hat zwar richtig wenig WP, aber wie krass ist das, Leute? Wir bekommen jetzt wirklich 20 Candies mit der Sananabeere, weil es natürlich die Endentwicklung ist. Also das hat sich schon mehr als gelohnt. Jetzt haben wir, ja, ich habe noch nicht mal Voltilam. Ich habe kein Vati, ich habe kein Voltilam. Aber wir haben jetzt schon Ampharos hier im Pokédex eingetragen. Wir sind hier beim Schloss Eggenberg in Graz. Ey, Digga, das war so lucky. Wir sind jetzt einfach mit dem Taxi hergefahren. Dafür einfach mal 10.000 Likes easy auf meinen Nacken. Und der nice Merch wird am 18.03. released, also checkt den dann auf jeden Fall ab. Ja, den müsst ihr einfach kaufen, weil der einfach heftig ist, Leute, also yeah. Hier geht jetzt ein 10 Kilometer Ei auf und ich will auf jeden Fall Lavita oder Voltilam rausbekommen, also let's go. Oh shit. Oh, Digga, das ist, oh ja, ja, 23 Candies, ich habe 112 Candies schon. Lol, nice, die Folge gehen einfach noch 3 Eier auf. 13 Kilometer Eier, glaube ich mal. Und vielleicht bekommen wir dort nochmal Lavita oder vielleicht mal ein Voltilam. Wäre auch ganz nice, denn ich habe noch nicht mal ein Voltilam, ich auch kein Vati. Aber Hauptsache ich habe Ampharos. Ja, läuft, Leute. Lavita, ich weiß nicht. Ich werde mir dann den V-Wert mal ausrechnen, aber der scheint so bei 85 bis 90 zu sein, keine Ahnung. Neues 10 Kilometer Ei geht auf, jetzt aber Voltilam. Let's go. Oder nochmal Lavita. Wäre auch ganz nice. Oh, ja. Ich meine, Voltilam hätte ich mich jetzt mehr gefreut, aber Lapras ist auch nicht schlecht. Ja, ich check noch den IV-Wert, vielleicht kann ich das ja hochbauen. Ja, das hat sogar einen ziemlich guten IV-Wert. Also mal schauen, vielleicht power ich das hoch irgendwie so auf 2300. Aber ich habe im Moment eigentlich gar keinen Sternenstaub, deshalb mache ich das wahrscheinlich eher nicht. 10 Kilometer Ei. Trax hat jetzt die Ehre, 10 Kilometer Ei zu öffnen. Und ich will jetzt, dass du was Nices ziehst. Lavita, hundertprozentig. Hundertprozentig. Obwohl Voltilam wäre halt auch extrem nice. Ich bin gespannt, Leute. Oh mein Gott! Schon wieder? Hä? Als ob ich schon wieder einen Lapras rausbekomme. Jetzt habe ich schon 120 Candies. Okay. Ich sage jetzt so Lapras und dann musst du es da vorstellen, okay? Wow, der IV-Wert liegt über 95%. Max, nein, wir cheaten hier nicht. Aber ein Ei geht die Folge noch auf. Das ist jetzt bei 9,2 Kilometer. Also, ja, 800 Meter fehlen noch. Und da will ich dann Lavita sehen. Let's go. Ja, mach auf, let's go. 10 Kilometer Ei. Opening. Jetzt aber Lavita. Oder Voltilam. Nein, Lavita. Lapras. Nein, nicht Lapras, Junge. Ich dachte schon wieder Lapras. Okay, ich habe mir erst einen Dragoran letzte Folge entwickelt. Jetzt haben wir wieder 32 Candies. Das ist aber gar nicht so schlecht, weil... Oh Gott, ja, das hat sogar ein... Warte. Sag nicht, dass das 100% hat. Okay, nee, hat's nicht, aber ungefähr 95 oder so. Das ist schon krass. Also das ist besser als das Dragoran, was ich letzte Folge entwickelt habe. Aber jetzt werde ich erstmal das Dragoran noch ein bisschen powern, oder? Oder nicht? Ich spare noch auf ein paar Candies und mache mir dann ein neues. I don't know. Warte mal. Das ist halt mein Dragoran, was ich letzte Folge entwickelt habe. Ich könnte es halt noch ein bisschen hochbauen, aber ich weiß halt nicht. Der IV-Wert ist nicht ganz so gut wie bei dem Dratini, was ich gerade gefangen habe. Also weiß ich nicht, ob ich mir nicht einfach noch eins machen soll, wenn ich genug Candies habe. Ich glaube, ich lasse das mal. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was würdet ihr machen? Neues Dragoran oder das jetzt noch höher leveln? Hier geht gerade ein 5 Kilometer Ei auf, Leute. Vielleicht haben wir Glück und es ist ein Rabauz drin oder irgend sowas in der Art, irgendwas Seltenes. Und oh yeah, okay, nein, ich hab's doch schon. Aber gut, Janma, wusste ich gar nicht, dass es aus dem 5 Kilometer Ei kommen kann. Davon gibt es ja leider keine Weiterentwicklung in der zweiten Generation. Aber gut, das habe ich letztens erst gefangen im Pokédex-Eintrag und jetzt geht hier direkt schon das nächste 5 Kilometer auf, Leute. So, let's go. Und es ist ein Quapsel. Ist jetzt nicht so mega nice, hätte ich mich mehr über Myrapla gefreut, wenn man das überhaupt noch aus dem Ei bekommen kann. Hatte ich auch schon ewig lang nicht, ne? Es geht direkt noch ins Auf. Und jo, wir fahren jetzt einfach noch zum Lapras, aber wir kommen wahrscheinlich eh zu spät. So, hier ist ein Fumpy drin. So, Leute, wir sind gerade in der Straßenbahn und Max darf jetzt ein 10 Kilometer eröffnen.
Und hier sitzt ein Lavitzer drin, oder Max? Mhm. Mhm. Oder Voltilam. Schon wieder. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon 5-mal oder so aus dem Ei insgesamt bekommen. Ich habe schon wieder 56 Candies, obwohl ich mir erst ein Dragoran gemacht habe. Und der V-Wert ist auch nicht der beste, also na gut, vielleicht power ich dann einfach meinen 3100er Dragoran noch ein bisschen höher. Ein bisschen höher geht's ja noch, aber jetzt haben wir erstmal keinen Lavitzer rausbekommen. Ich habe aktuell 113 Candies, wenn ich noch ein bisschen rumlaufe, habe ich eh genug von raus, um das zu entwickeln. Ich power jetzt einfach noch meinen 3101er Dragoran hoch. Mal schauen, wie hoch das jetzt noch geht. Ich habe gerade Stratini aus dem Ei bekommen und jetzt werde ich die letzten Candies da reinstecken. Und so oft, wie ich Stratini aus dem Ei bekomme, kann ich mir irgendwie in einer Woche wieder Neues machen. Ja gut, ich denke mal, einmal geht noch und es ist auf 3176 und ich glaube, das war's, oder? Ne, es geht nochmal. 8 Candies und 7000 Sternenstaub. Wow, okay, und es hat tatsächlich 3200 WP und ja, jetzt ist mein Trainer der Level zu niedrig. Um das weiter zu powern, das ist jetzt einfach so ein Max-Dragoran für mein Level. Ich meine, der EV-Wert ist zwar nicht auf 100%, aber liegt schon über 90 oder um die 90. Also ja, 3200 ist auf jeden Fall nicht schlecht. Vielleicht fight ich damit einfach mal in der Arena, wenn ihr das sehen wollt. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Dann würde ich sagen, power ich mit meinem letzten Sternstaub noch mein Donphan etwas hoch. Das ist jetzt aktuell auf 2269. Jetzt auch schon auf 2311. Ja, ein paar Mal geht's auch noch, aber der Sternstaub ist halt dann echt bald mal weg. Das ist so crazy. Ey, diese Moves von dem Donphan, das ist so ein fettes Teil und macht einfach so ein paar Frontflips. Juckt es einfach mal gar nicht. Und das letzte Power-Up bringt es dann auf 2438 WP. Ja, ist nicht schlecht für einen Donphan. Geht wahrscheinlich auf 2550 oder so mit meinem Level jetzt hier, aber ich habe keine Candies mehr und auch keinen Sternstaub, also wird das erstmal nichts mehr. Leute, vergesst nicht, am 18.03. kommt der nice Merchandise raus. Der Shop-Link ist auf jeden Fall immer in der Videobeschreibung. Ihr könnt dort einfach mal vorbeischauen. Also wirklich um 0:01 ist der Release von dem Produkt. Es gibt ein weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck und ein schwarzes Sweatshirt mit weißem Aufdruck. Ist auf jeden Fall nice. Ich werde jetzt nochmal ein Rihorn zu Rizaros entwickeln. Ich habe hier 73 Candies und das ist eigentlich ein ganz gutes Rihorn auf 1000, fast 400 WP. Das wird jetzt einfach entwickelt zu Rizaros. Ich bin echt gespannt, wie hoch das jetzt wird, weil Rizaros ist ja auch nicht so ein schlechtes Pokémon. Wir schauen einfach mal und es wird entwickelt. Let's go. Ich bin jetzt echt mega gespannt. Und there we go, da ist es auch schon, das Rizaros. Ich schätze jetzt einfach mal 2700 WP. Ja, 2713, wow, nicht schlecht geschätzt. Und es hat Zertrümmerer und Vierländer. Ist, glaube ich, nicht das beste Moveset, aber Zertrümmerer ist, glaube ich, schon eine gute Attacke für das. Ich könnte mein Hytera noch ein bisschen hochbauen, wenn ich das jetzt so auf die Schnelle mal finde, weil, ja, ich habe noch ein paar Shinera-Candies und die könnte ich eigentlich mal sinnvoll verwenden. Oder ich entwickle mir demnächst noch ein neues Hytera. Aber ich glaube, ich werde das jetzt einfach noch ein bisschen hochbauen. Das macht schon irgendwie Sinn. Es hat aktuell fast 1800 WP, das wird jetzt einfach noch gepowert. Pfund und Hyperstrahl ist das Moveset und ich glaube, das ist nicht schlecht. Also gut, es kostet jetzt 2 Candies pro Power-Up und das ist vom Sternstaub auch nicht so viel. Also ich denke mal, auf 2100 werden, nee, nicht mal, auf 2000 werden wir es bringen mit Glück. Und dann gehen aber auch schon die Candies aus, nee, nicht mal 2000, oder? Oh, Digga, 1971 WP. Es geht, ja doch, es geht sich noch alles aus, ich bin ja auch dumm. Jetzt sind wir auf 2016. Ja, das ist jetzt mein Hytera, 3999 Sternenstaub, Leute. Sternenstaub, ey, ist bei mir einfach so am Arsch, ohne Spaß. Ich freue mich echt schon, wenn ich noch meinen Lavitzer aus dem Ei bekomme oder so Wildfang, weil dann kann ich es endlich entwickeln. Ich habe zwar keine krassen Lavitzers so jetzt vom WP-Wert, aber vom IV-Wert sind die eigentlich alle nicht so schlecht. Also lohnt sich so eine Entwicklung eigentlich schon. Und ich freue mich einfach schon mega auf das Despotar. Das wird einfach so nice. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, was ist hier mit dieser Folge Pokémon Go. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst gerne einfach mal einen Daumen nach oben da. Das war schon eine krasse Folge mit Ampharos am Anfang. Nicht schlecht auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und 18.03. Merchandise Release. Tragt es euch einfach im Kalender ein, auch wenn wahrscheinlich die meisten von euch gar keinen Kalender besitzen. So wie ich. Ja, denkt einfach daran, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. We'll be right back.